Willkommen zu einer neuen Folge Horsehaven World Adventures. Ja, wir starten heute wieder auf der Fantasieinsel und hier müssen wir jetzt leider aus platztechnischen Gründen ein Pferd verkaufen. Die Amy, genau, die ist fertig. Wir gehen noch einmal zu ihr in den Stall, drehen das Glücksrad und dann verkaufen wir sie, unsere amerikanisches Warmblut Stufe 1. Ja, 38 Diamanten gibt's. Und dann holen wir unser Pixie, unser Lava-Einhorn. Oh, cool. Die Hufe. Ja. Das ist auch ein sehr schöner Effekt. Das hatten wir doch bei irgendeinem Sternzeichen auch, oder nicht? Beim Löwen? Ne, beim Löwen sah es noch anders aus. Auf jeden Fall ist es total schick. Wir füttern die Kleine mal. Ja, und die Tropfen bringen aber leider nicht so viel. 105 Punkte braucht sie bis Level 2. Ja, zur Not würde ich sagen, musst du leider auf der Weide erwachsen werden. Ja, Hafer bringt jetzt auch nicht so viel. Und Mais auch nicht, nee. Ja, sorry, du musst auf die Weide. Dann schicken wir Isabella mit dazu. Könnten wir auch eigentlich unser Gletscherfeenpferd mal trainieren. Du könntest auch weiter trainieren. So. Dann schauen wir mal schnell nach Montana. Und hier gibt es einen Zuchterfolg, und zwar ein Criollo, Stufe 3, Hengstchen. Das bedeutet, der Ixion wird jetzt leider verkauft, bevor er ja, Diamanten einbringt. Aber so, dafür haben wir jetzt unseren Stufe 3er. Den schauen wir uns jetzt mal an. Der Delian, zumindest was er so momentan noch. Ja, füttern wir mal zwei Melonen. Der ist auch schick. Schicker Apfelschimmel. Ja, auch er bekommt dann nochmal Hafer und wird dann auf der Weide erwachsen. Mit dem Stufe 3er züchten wir ja erstmal nicht weiter. Dann müssen wir mal gucken. Haben wir Criollo Stufe 1 noch? Da müssten wir da nämlich auch schon mal schauen, dass wir den verkaufen. Ach so, er steht hier so ein bisschen weiter drüben. So. Sind die vielleicht hier drin? Oder habe ich die Criollos schon verkauft? Kann ich mir kaum vorstellen. Wäre ein bisschen blöd. Wir können auch einfach mal schauen. Ein Stufe 1 habe ich nur. Das ist schlecht. Na gut, dann, wir haben noch andere Sachen vor. Und zwar müssten wir jetzt diese Aufgabe hier beenden. Dann die Aufgabe neu starten. Dann können wir den hier die Saphire wegholen. Dann können wir das Rennen noch machen und ja. So, anfordern. Hoffentlich kriegen wir da jetzt
Jemanden unter, den wir jetzt nicht brauchen. Lucky vielleicht. Ja. Dann fordern wir die an. Wir könnten jetzt unser amerikanisches Warmblut freischalten. Machen wir das mal. Dann, weiß ich gar nicht, gab es hier in Deutschland auch noch. Genau. Oh ja, zwei sogar. Die holen wir jetzt auch ab. Und die Oase, ja, konnte ich schon erweitern noch. Es gab endlich wieder die Aufgabe, es gibt 1000 Diamanten aus. Und wir müssen nochmal um Hilfe bitten. Der ganze Bau sollte ja über 7 Tage dauern. Ich habe es dann, ja, wegen der Zeit habe ich das dann außerhalb der Aufnahme schon mal gestartet und habe die Verkürzung eingesetzt. Spare auf 54 Stunden ist schon nicht schlecht. Jetzt dauert es noch 2 Tage, 11 Stunden. Ich denke mal, ja, vielleicht kriegen wir sie morgen sogar schon, weil wir dann nochmal die Zeit, Bauzeit verkürzen können und dann können wir da auch mehr Pferde reinstellen. Aber noch haben wir die, die Plätze nicht. Genau, und den holen wir jetzt auf jeden Fall. Da müssen wir Isabella wohl doch verkaufen hier, den. Die Unkas. Na gut, ja, was bleibt uns anderes übrig? Wir holen den auf jeden Fall jetzt, damit er erwachsen werden kann. Okay, er bekommt erstmal Hafer. Gras. Nee. Auch du wirst jetzt auf die Weide geschickt. Das geht so nicht weiter. So. Dann sehen wir uns mal die Post an. Genau, hier kriegen wir jetzt noch die 4 Saphire. 11.000 Münzen als Stallbursche verdient. Wir wurden in Mexiko überholt. Dann wurde das Dorf besucht. Die Pferde wurden gestreichelt. Ja, Tagesbelohnung müsste ich aber geholt haben. 3.051 Münzen Zuchtbelohnung. Ich hoffe, es hat geklappt bei euch. Gut. Ja, dann schmeißen wir mal einen Blick nach Großbritannien. Cammy. Ja, ich glaube, Stufe 2 behalten wir aber eigentlich nicht. Können wir nicht Salat verfüttern? Haben wir nicht ordentlich Salat? Es geht. Na komm. Und Süßigkeiten. Na gut, dann würde ich fast vorschlagen, müssen wir. Ach ja, die Kisten holen, da war der Lauf nicht so gut. So, wie viele Rezepturen haben wir? 54. Und mal sehen, wie es jetzt läuft. Ein perfekter Start, das ist schon mal ganz gut. Na, Kaspar zieht ab. Nein, aber nicht. Wir werden nur der zweite Platz. Ui.
Tja, Kate versucht's. Ja, nochmal ein perfekter Start. Ja, nochmal perfekt getroffen und jetzt gerade nochmal so kurz vorm Ziel geschafft, auf Platz 1 zu kommen wieder. Sehr gut. So, dann Gold Fever. Und dann müssten wir heute noch zwei Rennen sogar laufen und das wird ein bisschen dauern. Damit wir dann die Saphire einsammeln und damit Hachiko noch die Verbesserung holen. Das ja, würde ich jetzt gerne abschließen. Na, das kleine Pony da hinten macht uns ein bisschen zu schaffen. So, aber wir schaffen's. So, ein Rennen noch und jetzt müssen wir unsere Lea finden. Da ist sie. Ja. Also wenn man wenigstens 4 Pferde mit Diamanten im Werten hat, klappt das bei diesen Events mit der mit der Energie schon besser. Wenn man immer nur ein Pferd hat, mit dem man läuft, dann finde ich es schwieriger. Ne? Wenn man dann mal nicht den ersten Platz hat, hat man weniger Zeit, das Pferd wieder hochzufüttern, was die Energie angeht. Ja, oder wenn es sich so regenerieren soll, hat es dann ja auch nicht so viel Zeit. Und 20 Energiepunkte sind schon nicht wenig. So. Okay. So. Dann Mexiko. 6400 Meter. Dann können wir das ja nochmal mit Gold Fever laufen. So. Und dann kommt Hachiko für sein Springen. Und dann könnten wir auch nochmal den Saphirbestand anschauen. Wir haben ja doch noch ein bisschen was dazu bekommen. Oh, fast das Schild verloren. Ich sollte aufhören, nach den Münzen zu jagen. Es geht jetzt um die Strecke. Ich hoffe mal, dass Hachiko dann beim nächsten Mal auch fertig werden kann. Dann wäre... Ja, ich glaube, wir machen dann als nächstes Ina relativ weit... Ja, sie braucht ja nur noch springen. Ja. Müssen wir gucken. Dann kommt Ina mit Springen dran. Springen kann ja zum Glück unser Eclair sehr gut. Und der ist dann... Oh, für die anderen Sachen dran. Abgesehen von dem Wolkenränder weiß ich noch nicht, wie ich es mache. Das nächste Sternzeichen, das verbessert wird. Ich finde ja noch den Schützen total cool. Den Steinbock. Ja, da müsste ich gucken. Muss ich mal schauen, ob einer von denen ganz gut springen kann. Oh, das war jetzt doof. Oh nein, das war ja noch dümmer. Konzentration. Wie soll das gleich erst laufen? Wir müssen jetzt die 6-4 schaffen und danach nochmal die 8000 Meter.
Und dadurch, dass ich die Oasenerweiterung gekauft habe, sieht diamantentechnisch, ja, es ist immer noch nicht dramatisch, aber man merkt schon, es ist deutlich weniger geworden. Und mit dem nächsten Level gibt es ja dann die Oasenerweiterung in Großbritannien. Und da kriegen wir zum Glück ein paar Diamanten wieder, aber danach auch nicht mehr. Ich weiß nicht, wann da Stufe 6 freizuschalten ist, aber ja, Stufe 5 mit Level 48. Und ich glaube, wir kriegen 1500 wieder, also kann ich da auch mit 3000 Diamanten wahrscheinlich rechnen. Die haben wir zwar momentan, aber jetzt zum Beispiel geben wir ja auch welche aus. Ui. Erst 3000 Meter. Sowas. Ohne Worte. Ja, dann wird es eine sehr lange Folge. Aber die Saphire vorher holen wäre auch doof gewesen, dann hätte ich die Aufgabe nicht mehr starten können für die Saphire bei dem amerikanischen Warmblut. Hätten wir viel weniger. Wenn wir die dann irgendwo mit Diamanten bezahlen müssten, dann wird es teuer. Ich glaube, 80 Diamanten kostet eine. Ist immer noch günstiger als das Traumjuwel, der Topaz. Aber trotzdem. So, und ja, es scheint auch überhaupt keine neuen Sternzeichen mehr zu geben. Das heißt, ich hoffe mal auf Zucht-Events, dass wir dann vielleicht doch nochmal von der Generation 1 oder 2 noch ein paar züchten können. Ja, auf einmal verlängern müssen wir definitiv noch. Oder machen wir es mit Hachiko beim nächsten Mal. Aber ich überlege, wie lange wir jetzt hier schon rennen. Das Event wird ja nicht ausgerechnet morgen zu Ende sein. Dann würde ich fast sagen, sonst verschieben wir Hachikos Rennen auf morgen. Also auf die nächste Folge. Wir haben jetzt gerade nur 5000 Meter. Und das, obwohl Goldfever ja geschwindigkeitstechnisch ganz vorne mit dabei ist. Also generell ja bei den Werten, aber man merkt es dann schon, wenn ich jetzt überlege, wir würden hier nur mit Geschwindigkeit auf Silber oder so laufen, das wäre. Kostet dann doch ein bisschen mehr Zeit. Nein, zu spät gesprungen. Schön. Ja, wenn wir Pech haben, müssen wir, oder? Vielleicht reicht die Ausdauer jetzt noch. Okay, dann haben wir es geschafft, zumindest das, den Meilenstein noch zu erreichen. So. Ja, 4 Saphire nehmen wir gerne. Oh, hier läuft schon jemand 10.005 Meter. Okay, ja, wir werden dann
entweder schaffen wir die 8-4 insgesamt, sind dann auf Platz 3 erstmal oder auf Platz 4. Ist ja eigentlich auch egal. So, was sagen denn? 16 Saphire haben wir jetzt damit. Es ist... Ach, 85 kosten die sogar. Wahnsinn. 85 Diamanten, ja. Es ist... Wenn wir die kaufen müssten, wäre es extrem teuer. Tja, gut, dann überlege ich gerade kurz. Wir haben jetzt... Waren wir in Frankreich... Haben mich eigentlich nicht gezüchtet. Wir könnten den Antenna noch mal versuchen. Victor und Sky, da sind sie. Okay. Züchter-Event-Belohnung. Oh, wir haben eine Gratis-Verbesserung. Da müssten... Muss ich noch mal gucken, wo ich dann doch nochmal züchte. Aber hier möchte ich nicht einsetzen. Bei 20% Chance ist schon nicht verkehrt und die kosten ja auch nicht so viel. Ja gut, da muss ich dann mal schauen, wie ich das mache, dass ich das heute noch nutze. Ja, sonst würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder. Dann, ja, sollte Hachiko noch einmal im Springen verbessert werden und dann hat er, glaube ich, sogar schon Gold, ne? Ja. Dann kriegt er Springen auf Gold. Dann sollte er beim nächsten Mal, beim nächsten Event, wenn wir die Werte verbessern können, fertig werden. Dann sollte er auf Diamantenwerte kommen. Also bis dann. Tschüss.